Das Geheimnis des Erfolgs. Was ist das? Das Geheimnis des Erfolgs ist ziemlich simpel. Und ich möchte dir es so früh wie möglich zeigen. Wobei es ziemlich einfach ist und die meisten wahrscheinlich gar nicht damit rechnen, dass es so einfach ist. Naja, auf jeden Fall, das Geheimnis des Erfolgs ist eine Routine. Du bist das, was du regelmäßig tust. Wenn du erfolgreich sein willst, musst du damit rechnen, dass du natürlich etwas regelmäßig tun musst. Denn nur durch Regelmäßigkeit kommen wir zum Erfolg. Das geht jedem erfolgreichen Menschen so. Alle erfolgreichen Menschen sind erfolgreich, weil sie etwas regelmäßig getan haben. Und egal ob es Fußballspieler sind, egal ob es Sänger oder Musiker sind, alle haben damit angefangen, dass sie Trainingsstunden genommen haben, dass sie Musikunterricht genommen haben, dass sie Gesangsunterricht genommen haben, am Fußballtraining teilgenommen haben. All das hat damit angefangen und daraus ist der Erfolg entstanden, dadurch, dass man durch Training etwas regelmäßig tut. Ich weiß noch, als ich angefangen habe, Basketball zu spielen und ich bei meinem ersten Training gar nicht dribbeln konnte, gar nichts. Klar, ich habe alle anderen gesehen und dachte mir so, boah, wie soll ich da hinkommen, wie geht das denn und wie schaffen die das alle? Ich konnte gar nicht dribbeln, ich habe den Ball so weggepfeffert, es ging gar nicht. Aber dadurch, dass ich regelmäßig trainiert habe, bin ich erfolgreich geworden und zwar noch erfolgreicher als die länger gespielt haben als ich. Aber ich bin nur besser geworden, weil ich etwas regelmäßig getan habe. Jeder kennt das auch, dass eigentlich wir vor jeder Klausur oder Arbeit, eigentlich sagt man ja, man soll, weiß ich nicht, 3 Wochen vorher lernen, damit es ins Langzeitgedächtnis kommt und nicht ins Kurzgedächtnis. Und genau darum geht es. Es muss ins Langzeitgedächtnis kommen. Es muss bei dir zur Gewohnheit werden, in deinem Unterbewusstsein einspeichern. Diese Gewohnheit bringt dich zum Erfolg, wenn du etwas regelmäßig tust. Am besten ist es natürlich, etwas täglich regelmäßig zu tun, weil du dann natürlich schnellere und größere Erfolge erzielst, anstatt du etwas jede Woche oder alle 2 Wochen tust. Also, eine ganz wichtige Regel ist, etwas regelmäßig zu tun. Wenn du dein Leben erfolgreicher gestalten willst, musst du natürlich etwas regelmäßig tun. Es geht nicht von jetzt auf gleich, sondern es fängt damit an, dass du etwas regelmäßig tust. Es ist gar nicht schwer. Es ist wirklich nicht schwer. Es lässt sich einfach in deinen Alltag einbauen. Und darum geht es hier. Wir wollen dein Leben dazu bringen, dass es besser wird, dass es schöner wird. Und das geht, wenn wir alle gemeinsam etwas regelmäßig tun. Jeder hat angefangen mit nichts und ist gewachsen, ist groß geworden, ist erfolgreich geworden, weil er etwas regelmäßig getan hat. Merke dir ein Gesetz des Erfolgs, ein Gesetz des positiven Lebens ist etwas regelmäßig zu tun. Das ist eine kleine Einführung. Es werden noch viele, viele Videos folgen. Ich habe wirklich so viel zu sagen, aber das bringt mir nichts, wenn ich dir von irgendetwas erzähle, wovon du gar nichts verstehst, sondern wir fangen klein an. Heute möchte ich mal, dass du darüber nachdenkst, was hat dich jetzt durch Übung zum Erfolg gebracht? Sag ich mal, was siehst du, wo kannst du zurückblicken und denken, ich bin besser geworden. Ich bin besser geworden, weil ich etwas regelmäßig getan habe. Was ist das, frage ich dich heute. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich liebe euch alle. Fühlt euch geliebt, fühlt euch gedrückt, fühlt euch umarmt, fühlt euch geborgen. Und wir sehen uns. Tschüss.